Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu der fünften Folge zu Minecraft Hardcore 2021. Ich habe gesehen, die Folgen kommen gar nicht so gut an, wie ich dachte, aber weil ich so dermaßen motiviert bin, die weiterzubauen und einfach mal auch ein Grund dafür war, warum ich es weiterführen werde oder ist. Ich will unbedingt so in ein, zwei oder auch 3 Jahren oder auch länger mal sagen können, so wow, damals weiß ich noch, wo ich die Map gebaut habe. Das war noch voll Nostalgie. Wisst ihr meine? Deswegen werde ich weiterbauen und falls einigen von euch da draußen gefällt, freut es mich auch, aber ich sehe, ja, kommt nicht so gut an, aber ich glaube auch teilweise wegen dem Namen, also Blackout. Wegen dem Namen der Folge, denke ich, das ist auch ein Grund dafür, aber ich meine, ich bin noch nicht so erfahren, wo ich jetzt sage, also im Sinne von, ich weiß nicht ungefähr, welcher Titel gut ankommt. Ich meine, ich will auch kein Clickbait machen, weißt du, ich meine, deswegen, ich meine, ich weiß, jede Folge kann nicht gleich spannend sein. Wenn eine Folge spannend ist, kann es auch sein, dass die nächsten 2 Folgen nicht so spannend sind, also nur Bau- und Farmfolgen sind. Das ist aber auch in so einem Projekt vollkommen normal. Wisst ihr, ich meine? So, und jetzt machen wir kurz mal hier, werden wir kurz diese Bäume hier entfernen. Also die Überreste von dem Baum. Aha. Noch mehr irgendwo? Nö. Das war's. Dann mal hier so entfernen. Ich glaube, keine Ahnung, was das genau ist. Aha. Ich hoffe, das war's jetzt. Das waren jetzt restlichen Blöcke, die abgeholt werden müssten, ne? Ja, und ich weiß nicht ungefähr, ich habe noch keine genauen Ahnungen, wie oft ich diese Folgen hochladen werde. Aktuell klappt alles relativ gut. Gestern ist die Folge irgendwie mal innerhalb von 10 Minuten hochgeladen, obwohl es 18 Minuten waren, und die letzten anderen Folgen, die ich dann ein bisschen größer waren von der, oder ein bisschen länger waren halt, hatten ungefähr das, naja, das Doppelte gebraucht, um hochzuladen, weil, ich meine, schlimm ist es nicht, aber ein bisschen komisch so. Und ich denke mal, ich werde auch keine Streams auf dem Web machen, weil, ich weiß nicht, Stream ist mehr so eine Sache, wisst ihr, ich meine? Und die kannst du ein bisschen schneiden, also Musik unterlegen, Timelapse, so, wisst ihr, meine? So ein bisschen gegen die ganzen Streams. Also hier will ich jetzt jedes Mal jede Folge jetzt einen 30-minütigen Stream machen, wäre es ja auch scheiße, wisst ihr, ich meine? Das wird sich auch kein Schwanz angucken. Deswegen will ich die Folgen kurz durchhalten, und wenn da längere Sessions sind mit Farben von Stein oder Erde hier zum Beispiel, Das schneide ich dann meistens einfach raus, weil ich glaube, niemand wird das sehen, wie gesagt. Ich weiß, letzte Folgen haben wir das auch öfter schon mit dem, dass es keiner sehen will, wie ich farme, aber es gehört dazu. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Timelapse nach diesem Real Talk. Oh,
So, Leute, da bin ich wieder und heute würde ich halt erstmal Real Talk machen zu dem Projekt und so. Falls ihr euch fragt, warum das Spiel immer so schön aussieht, so mit den Farben und so, das liegt daran, dass ich beim Schneiden, bei normalen, wenn ich jetzt rede, immer einen Filter reinmache, der heißt Sättigung. Und falls jemand, ich meine, falls, deswegen, ja, ne, und falls sich jemand fragt, warum ich denn eigentlich in den Timelapsen immer so einen komischen Filter mache, ich weiß nicht, so, aber es irgendwie. Das passt so ein bisschen, weißt du, was ich meine? So, und deswegen habe ich das benutzt, den reingemacht. Und gestern Abend habe ich irgendwie um. Ah, ich habe fast vergessen reinzumachen. Das wäre natürlich eine Vollblamage gewesen. Aber ich habe natürlich nicht vergessen. Und ich kenne mich ja, deswegen. Weil ich, wenn es allein abends geht, meine Denkkraft einfach in den Keller. Wortwörtlich. Also meine Gehirnzellen schlafen da einfach schon. Deswegen. Und nächste Woche, ja, penne ich bei meiner Oma nach 9 Monaten. Und da will ich auf jeden Fall wieder viel mehr zocken oder mit mehr streamen als normalerweise. Weil sie hat ganz, also ja, ich glaube so, eigentlich 99% der Streams von 2020 waren alle bei meiner Oma aufgenommen worden. Weil ich da noch richtiges DSL hatte. Und LAN-Kabel. Und ich der Einzige war im WLAN halt drin. Da war ich halt wirklich der Einzige. Wo ich jetzt denke, wo, also ist doch nicht schlimm, keine Frage. Also ist es natürlich geiler als geil, ne? Einige wissen, können bestimmt mich nachvollziehen halt. Aber ja. Und mir ist gerade mal so eine richtig geile Idee eingefallen. Alle Blöcke, die so sind, dann abgebaut, mache ich das genau wie hier. Nur da, also nur hier an die Wand dran, wisst ihr, was ich meine? Könnte geil aussehen, könnte aber auch scheiße aussehen. Aber ich denke mal, na, aber wir testen mal kurz. Es sieht halt ein bisschen mehr mächtiger aus, wisst ihr, was ich meine? Dass es irgendwie so ist. Wenn man hier lang geht und dann diese. Ah! Wenn man hier lang geht und dann so. Na, wisst ihr, ich meine, so. Joa, ist das. Sieht sehr fresh aus. Vielleicht kommen noch 3 hoch, anstatt nur 2, aber ich weiß es noch nicht. Lass uns überraschen. Beziehungsweise ich lasse mich überraschen, wie es aussieht. Weil ich bin hier. Na, warte mal. Machen wir es so. 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 Machen wir mal hier so. So. Ja, also ich finde, das wird sogar geil aussehen. Jetzt habe ich nachdenke drüber. Ja, das sieht. Joa. Also dann bin ich halt ein bisschen stolz auf mich selber. Weil kann man hier so einen kleinen Weg hinbauen, das sehe ich meine. So zum, wenn man einen Fluss will, ein bisschen entspannen will, jetzt so rein theoretisch, was ich meine. Aber der Fluss sieht halt nicht so geil aus. So, also dieser Mini-Fluss, der hier durchgeht, ne? Aber er sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht gut. So, wisst ihr meine? Und ich glaube, wir erhöhen dann mal hier oben. Auf 3. Ja. Und bei 3 Cobblestone muss ich noch übrig lassen. Für die zweite Stone Pickaxe. Machen wir jetzt so. So, 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 so. Ja, gut. F. Und auf jeden Fall müssen wir hier auf jeden Fall nochmal eine kleine Farm bauen. Also Tierfarm und so. Ja, ich würde sagen, Leute, wir machen eine kleine Timelapse.
Also der Weg ist schon mal in den ersten Bereichen fertig und ich finde, der hat was, ne? Also der sieht wirklich schon ganz in Ordnung aus. Jetzt weiß ich hier nicht, ob ich diese diese Steinwände bis dahin durchziehen soll oder ob ich erstmal warten soll, um erstmal ein bisschen was bauen, ein paar Häuser und so. Ich habe überlegt, dass es ja eigentlich sinnvoll wäre, würde ich einfach mal hier ein paar Weizenfelder und so anbauen. Also so eine richtigen geilen Weizenfälle. oder auch Kartoffeln, Karotten. Also alles Mögliche. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe Angst, ich habe irgendwo ein Creeper-Schild. Und eben gerade musste ich die Timelapse abbrechen, weil meine Mutter nach Hause kam. Ich helfen musste kurz. Deswegen stand ich kurz für ein paar Minuten rum. Dachte, der ist so scheiße, da komme ich in den Creeper und der. Ne? Ich bin tot und dann das Projekt ist zu Ende. Aber nee, zum Glück nicht. So. Das Schlimmste ist da irgendwie, man kann hier nicht vernünftig, kann hier nicht vernünftig zocken. Und ja Leute, ich weiß, ich ignoriere gerade gekonnt diesen Zombie, weil er mich gerade null interessiert. Ja, und geil, dass das genau jetzt meine Schaufel losgeht. Ehrenaktion auf jeden Fall. Oh, ja, wow, gut. Besser als gar nichts, ne? Danach eine Schaufel, danach eine Schaufel, danach eine Schaufel, danach eine Schaufel. Ja, also, falls ihr das hier guckt, wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach Bauideen, schreibt die mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Und zu den Weizenfeldern. Ich glaube, hier wäre doch eigentlich schon voll gut hier, wo es ein bisschen niedriger ist. So hier machen wir noch ein bisschen was auffüllen und so, wisst ihr, ich meine. Weiter schlafen wir kurz. Und warten bis die ganzen Mal auf 6 sind. Und außerdem, wir brauchen auf jeden Fall noch Sand, Leute. Der Sand ist wirklich jetzt wichtig. Haben wir noch Glas oder so? Ja, 5 Glas. Damit kommen wir echt nicht weit. Wir brauchen so vielleicht 40 Glas, um das schön zu dekorieren da oben. Also. Und genau da, wo Sand ist, ist ein Creeper. Wisst ihr, mir ist das gerade so egal. Deswegen spielen wir mal ein kleines Crossplay zum weißen Hai. Ist nur ein Sohn. Haha, guck mal. Gekonnt in den Popo gefickt. So. Ich hoffe, das reicht an Sonnen gleich, wenn wir fertig sind. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ne? Pumps mehr. Ist ja keine große Sache. Nur 19, oh Gott. Jetzt haben wir 30, ja gut. 30 hört sich mal geil an. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Sand. Außerdem müssen wir diese Strömung hier stoppen. Ja. Guck mal. Wie ein Profi hier. Och, Mensch. Und diese Hungerkeulen-Leiste. Ich finde irgendwie auf normal oder auf leicht vergehen die Hungerkeulen schneller als auf schwierig. Nee, ich finde auf mittel und leicht vergehen die Hungerbalken schneller als auf schwierig. Hier vergehen die okay. Also nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Wisst ihr, ich meine? Aber irgendwie auf leicht oder mittel gehen die ja so schnell weg. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Da hätten wir auf entspannt mal gezockt, also auf normal, Schwierigkeit normal. Und da ist mir aufgefallen, wie schnell ich Essen verliere. So, hä? Macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Aber irgendwie Minecraft denkt sich so, nö. Auf leicht und mittel verliert man mehr Essen durchs Jumpen und durchs Laufen als auf Hardcore. Also als auf schwierig. Und ja gut, also ich meine, man kann es sich ändern, aber ein bisschen weird auf jeden Fall so, hä? Es ist nur das Warten, bis hier was fertig ist. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit der 5. Folge von Minecraft Hardcore 2021. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, habt ihr Verbesserungsvorschläge gehabt oder Wunschideen, was man bauen kann hier. Und ich sage, Leute, habt noch einen schönen Tag und ciao.